Lernmedien oder Materialien wie etwa Bilder vermitteln neben dem eigentlichen Inhalt immer auch eine zusätzliche Botschaft. Ein ganz wichtiger Aspekt kritischer Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung ist daher, sich darüber klar zu sein, dass in Unterrichtsmedien und Materialien bestimmte Sichtweisen, Wertesysteme oder Interessenshintergründe mit einfließen, bewusst oder auch unbewusst. Lernmedien können somit bestehende Ordnungen bestärken oder auch in Frage stellen. Die folgende Sequenz zeigt, worauf Erwachsenenbildnerinnen bei der Medienauswahl achten können. Dazu vielleicht ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Angenommen, ich möchte jetzt Folien gestalten und ich brauche dazu aus irgendwelchen Gründen ein Bild einer Familie. Gut, was mache ich da jetzt einmal? Ich glaube, der erste Gedanke ist bei vielen, mal googeln, mal sich die Google-Bildersuche anschauen. Und da fängt es schon an. Ich muss nämlich da schon mir bewusst sein darüber, dass Google mir jetzt nicht unbedingt neutrale Suchergebnisse ausspielt, sondern Suchergebnisse, von denen die Suchmaschine vermutet, dass ich sie sehen möchte. Das sind also die beliebtesten Suchergebnisse, also die, die am meisten angeklickt wurden. Und Google benutzt eben auch meine persönlichen Daten, mein Surfverhalten, mein Alter, meinen vermuteten beruflichen Hintergrund, meine Gerätedaten, dass die wiederum Aufschluss darüber geben, welche Geräte ich mir leisten kann. Das alles benutzt Google, um eben ein Profil über mich anzulegen und mir dann tendenziell personalisiertere Suchergebnisse ausspucken zu können. Ganz stark ist dieser Effekt ja bei den sozialen Medien. Ganz besonders natürlich bei Facebook. Hier bestimmen wirklich Algorithmen, was ich zu sehen bekomme und was nicht. Diese Algorithmen sind einerseits dazu da, um eben mich zum Dranbleiben zu animieren, zum Weiterscrollen, zum Liken, zum Posten, zum Kommentieren. Und gleichzeitig kann da eben auch Werbung eingeblendet werden. Und so macht Facebook eben den Umsatz. Ein zweiter Aspekt ist, dass ich eben durch diese algorithmische Berechnung meiner Präferenzen einfach nur mehr das zu sehen bekomme, was mich ohnehin in meiner Meinung bestätigt. Das heißt, es kann unter Umständen sein, wenn ich viele Informationen von sozialen Netzwerken beziehe, dass ich eigentlich ein ziemlich einseitiges Weltbild habe. Ich bin also in meiner sogenannten Filterbubble drin. Und noch einmal ganz viel grundlegender ist es einfach so, dass soziale Normen eben auch bestimmen, welche Bilder wir zu sehen bekommen im Internet. Wenn wir jetzt noch einmal auf unser Familienbeispiel vom Anfang zurückkommen, dann können wir, wenn wir das in der Suchmaschine eingeben, sehen, dass die meisten von uns eben folgende Bilder zu sehen bekommen. Daran ist jetzt einmal auf den ersten Blick nichts besonders Spezielles. Auf den ersten Blick scheint ja alles normal. Aber auch hier müssen wir eben vorsichtig sein, denn es handelt sich vorrangig um weiße, junge Familien mit zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, und alle Familienmitglieder sind besonders glücklich und attraktiv. Diese Bilder entsprechen klar einer gängigen Normalitätsvorstellung, also einer sozialen Norm. Sie haben aber nicht unbedingt damit zu tun, wie reale Familien wirklich ausschauen, denn wie wir ganz genau wissen, gibt es verschiedenste Normalitäten, verschiedenste Konstellationen und verschiedenste Alltagsrealitäten, die in solchen Bildern eben nicht abgebildet werden. Wenn ich jetzt so ein Bild auswähle, muss ich mir eben als kritische, medienkompetente Erwachsenenbildnerin darüber bewusst sein, welche Vorstellungen ich eigentlich damit verstärke und was ich aber auch ausschließe. Lehrende sollten also immer mit berücksichtigen, welche Erzählung oder beiläufige Aussage das jeweilige Lernmaterial enthält. Auch die Frage, welches Medium eingesetzt wird, ist entscheidend, etwa aus Barrierefreiheitsgründen, da manche Medien für bestimmte Personen weniger gut geeignet sein können als für andere. Auch feine Unterschiede bezüglich Hierarchien und Rollen in Webinaren werden durch die Auswahl der Unterrichtsmedien mitbestimmt. Denken Sie zum Beispiel an ein Videokonferenzsystem, das keinen privaten Chat ermöglicht oder bei dem die Teilnehmenden nicht selbst entscheiden können, welchem Breakout-Room sie beitreten. Hierarchische Strukturen können so untermauert, aber auch temporär aufgehoben werden. Reflektieren Sie daher immer, was wird durch Ihr Unterrichtsmedium unterschwellig vermittelt und was wird dadurch gefördert oder behindert?